geschätzte Medienschaffende, ich möchte Sie zu diesem Point de Presse begrüßen und bitte für die kurzfristig erfolgte Einladung um Verständnis. Zu Beginn eine Bemerkung zum Ablauf. Wir werden Sie zuerst über den Stand der Ermittlungen im Fall Seefeld informieren, Ihnen anschließend die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wir werden Ihnen im Anschluss an den Point de Presse aber keine Einzelinterviews geben können. Wir bitten Sie um Verständnis. Wir müssen die Informationen auf das beschränken, was die Ermittlungen nicht gefährdet. An dieser Stelle möchte ich dem verfahrensleitenden Staatsanwalt Adrian Keggi das Wort geben. Besten Dank, Frau Regierungsrätin, sehr geehrte Medienvertreter, sehr geehrte Anwesende. Ich kann Ihnen heute folgenden Sachverhalt schildern. Wie Sie bereits wissen, führt die Staatsanwaltschaft 4 im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt im Zürcher Seefeld vom 30. Juni 2016 gegen den Tatverdächtigen Tobias Kuster ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung. Die Kantonspolizei Zürich leitete zusammen mit der Staatsanwaltschaft 4 gegen den Flüchtigen, den Tatverdächtigen, unverzüglich umfangreiche und eben auch sehr aufwendige Ermittlungen ein und veröffentlichte diverse Fahndungsaufrufe. Das war bis jetzt bekannt. In den letzten Tagen kam es nun zu folgenden Ereignissen. Am Mittwoch, 18. Januar 2017, ist es der Kantonspolizei Bern gelungen, den flüchtigen Beschuldigten im Kanton Bern zu verhaften. Dies im Zusammenhang mit einem durch die Staatsanwaltschaft Bern geführten Strafverfahren gegen eine zunächst unbekannte Person wegen versuchtem illegalen Waffenkauf, und zwar im Darknet. Die aufwendigen Ermittlungen führten zum Kaufinteressenten. Am mutmaßlichen Übergabeort kam es zur Verhaftung des angereisten anonymen Kaufinteressenten. Im Rahmen der Verhaftung stellten die Berner Behörden fest, dass es sich bei der verhafteten Person um den international zur Verhaftung ausgeschriebenen Tobias Kuster handelte. Der Beschuldigte ist der Staatsanwaltschaft 4 daraufhin zugeführt und auch von dieser dann einvernommen worden. Im Anschluss an die Einvernahme hat die Staatsanwaltschaft Antrag auf Anordnung von Untersuchungshaft gestellt, welche am 20. Januar 2017 durch das Zwangsmaßnahmengericht des Bezirkes Zürich angeordnet worden ist. Der Beschuldigte ist im Zusammenhang, und das muss ich hier erwähnen, mit dem Tötungsdelikt grundsätzlich geständig. Zur Klärung der genauen Hintergründe der Flucht des Beschuldigten und seines zwischenzeitlichen Aufenthaltes fanden sowohl im Kanton Zürich wie auch an seinem mutmaßlichen letzten Aufenthaltsort im Kanton Jura diverse Untersuchungshandlungen statt. In diesem Zusammenhang sind 2 weitere Personen verhaftet worden, der Staatsanwaltschaft zugeführt und deren Antrag durch das Zwangsmaßnahmengericht auf Untersuchungshaft da auch versetzt worden. Wir stehen, wie das Frau Regierungsrätin richtig gesagt hat, erst ganz am Anfang der Ermittlungen, weshalb eben zur Klärung der Umstände und Vorliegen neuer Erkenntnisse keine weiteren Auskünfte erteilt werden können. Die Staatsanwaltschaft wird dann aber zu gegebenem Zeitpunkt von sich aus wieder informieren. Ich übergebe wieder Ihnen das Wort. Vielen Dank, Herr Keggi. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es gehört, der mutmaßliche Täter vom Seefeld ist gefasst und ich bin persönlich und als Justizdirektorin sehr erleichtert über diese Tatsache. Ich bin vor allem auch darüber erleichtert, dass die Angehörigen des Opfers jetzt etwas mehr
Klarheit haben. Dieser Fall hat viel Leid über viele Leute gebracht. Die neuen Erkenntnisse machen die Tat, die schlimme Tat vom letzten Sommer nicht ungeschehen. Aber die schrittweise Klärung kann helfen, dass die Betroffenen die Ereignisse besser einordnen und auch sich erklären können. Unsere Gedanken sind auch in diesem Moment des Erfolges der Ermittlung bei den Angehörigen. Die Verhaftung des Täters ist für alle Beteiligten eine große Erleichterung. Ich fasse noch einmal zusammen, der mutmaßliche Täter ist gefasst. Ein Geständnis liegt im Grundsatz vor. Zwei weitere Personen sind in Haft. Noch wissen wir aber nicht vollständig Bescheid über die Tat selber und auch nicht über die Monate, die seither vergangen sind. Unsere Staatsanwaltschaft und die Polizeikräfte arbeiten mit großem Einsatz an einer möglichst vollständigen Klärung der Ereignisse weiter. Und dabei bin ich beim Wichtigsten, beim Dank. Wir alle können stolz darauf sein, dass ein Team aus Staatsanwaltschaften und Kantonspolizeien dieses schlimme Verbrechen schon so weit aufklären konnten. Das ist eine tolle, große Leistung. Es ist für uns alle eine Bestätigung und für die Strafverfolgung eine Ermutigung. Verbrechen in der Schweiz werden gesühnt. Die Straftäter, für Straftäter gibt es kein Entkommen. Möglich gemacht haben den Erfolg zwei Dinge. Erstens der große persönliche Einsatz von sehr vielen Beteiligten. Und ich weiß, dass da enormer Einsatz geleistet wurde, oft zu Unzeiten und unter schwierigen Umständen. Zweitens aber, und das ist eben ebenfalls sehr wichtig, führte die Zusammenarbeit zum Erfolg. Wir haben es von Staatsanwalt Kägi gehört. Die Kantonspolizei Zürich hat Außerordentliches geleistet und der Zugriff gelang schließlich nach intensiver Zusammenarbeit der Kantonspolizei Bern. Damit macht der Fall deutlich, einzelne Einheiten können sehr viel leisten, aber noch wichtiger ist die Zusammenarbeit über Korps, Kantons- und Landesgrenzen hinweg. Die Verhaftung im Fall Seefeld ist ein eindrückliches Zeugnis dafür. Ich beglückwünsche die Fahnder, das ganze Team unter der Leitung von Adrian Kägi zu diesem Erfolg. Ich danke ganz herzlich der Kantonspolizei Zürich für ihren enormen Einsatz und ich bedanke mich auch bei den befreundeten Sicherheitskräften im Kanton Bern. Zum Schluss noch eine Ergänzung, bevor wir dann zu Ihren Fragen kommen. Stichwort Cybercrime. Wir sehen es auch hier wieder. Fast alle Verbrechen in der heutigen Zeit hinterlassen heute Spuren in der einen oder anderen Form im Internet. Da müssen unsere Sicherheitskräfte fit und schlagkräftig sein. Der Regierungsrat setzt sich darum stark für einen weiteren Ausbau von Anstrengungen auf diesem Feld ein, denn eine wirksame Bekämpfung von Cyberkriminalität ist für den Kanton Zürich ein Muss. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen und ich erlaube mir vorab noch die Bemerkung oder die Wiederholung, dass wir heute an einem frühen Zeitpunkt der Strafverfolgung und der Beweisaufnahme sind. Viele Fragen sind für uns noch offen, viele Fragen sind für Sie noch offen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir Sie nur so weit informieren können, als wir die Ermittlungen nicht gefährden. Und jetzt haben Sie das Wort. Baumgartner von der NZZ. Sie haben gesagt, dass der Kuster im Zusammenhang mit einem Kauf oder möglichen Kauf im Darknet verhaftet wurde. War da vorher schon
klar, dass es sich um Herrn Kuster handelt, oder war es eher ein Zufall, ein Zufallsprodukt am Schluss? Es ist so, wie ich das Ihnen vorgelesen habe, nämlich man wusste zunächst nicht, dass es sich um Kuster handelt. Erst im Laufe dieser Aktion der Berner Behörden und vor allem dann eben der Verhaftung stellte sich spurenkundlich heraus, dass es sich hier um Tobias Kuster handelt. Und dann wusste man, dass man diesen Mann, den wir schon lange ausgesucht haben, sie ausgeschrieben haben, eben gefunden haben. Können Sie etwas sagen, wie Opfer und Täter, die Sie gekannt haben, waren das Zufallsbekanntschaften oder hatten Sie sich schon vorher bekannt, war das eine Verbindung zwischen diesen beiden Personen? Genau diese Frage, Herr Ohler, stellen wir uns natürlich auch selbstverständlich. Das wird aber eben Gegenstand sein der Untersuchung. Es gilt ja im Folgenden, die einzelnen Beweise abzunehmen, vor allem jetzt einzelne Personen einzuvernehmen in Bezug eben auf diese Tatvorwürfe, abzuklären. Liegt da ein Zusammenhang vor? Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen das nicht sagen, noch nicht bestätigen und auch nicht sagen, was da der Hintergrund und auch die Motive dieser ganzen Tat da waren. Ja, mich vom Blick. Wo war die Verhaftung? Sie waren in Bern selber? Ja, war das. Hier haben Sie geschrieben Bern, ne? Dann ist das nicht die Stadt Bern, obwohl Sie da schreiben in Bern. Ja, ich sage einfach der Kanton Bern im Erweiterten, ja. Und wie, was für eine Waffe war das denn? Kann ich Ihnen auch nicht sagen, es war eine Schusswaffe, natürlich eine Schusswaffe, aber sonst war da nichts mehr, kann ich Ihnen nichts mehr darüber sagen. Ich bin einmal von Radio Zürich. Hat es Hinweis gegeben, dass noch andere oder weitere Straftaten blank sind im Zusammenhang jetzt mit dem Kauf dieser Waffe? Ja, diese Frage kann ich auch nicht beantworten. Es ist das hinzuzufügen, dass es eben eine Person gab, das war der Herr Kuster, der sich nach Waffen erkundigte im Darknet und er selber dann wurde isoliert verhaftet. So viel kann ich dazu sagen. Weitere Fragen? Noch eine Frage. Zwei verhafteten Personen, die unterstützt sind, die aus dem Familienkreis, oder können Sie da schon etwas sagen? Nein, auch nicht. Diese Personen befinden sich in der Tat in Untersuchungshaft. Ich habe es erläutert vorher, in welchem Zusammenhang diese Personen stehen, ob das Fluchthelfer oder sonst irgendwelche Personen sind, das kann ich zurzeit noch nicht vermelden. Ich werde jedoch, das habe ich schon angekündigt, auch im Verlauf der Untersuchung dann gegen Ende ganz sicher noch einmal zu einer Information schreiten, damit man mehr weiß über diese Geschichte. Ja. Ob Sie Familienangehörige sind oder so, können Sie da schon sagen? Kann ich nicht sagen. Matthias Ruhl, Schweizer Fernsehen, können Sie etwas sagen dazu? Er ist ja grundsätzlich geständig, hat er etwas gesagt zu seinem Motiv? Das ist genauso das gleiche Problem. Es gibt bei der Motivsuche, aber auch die Flucht, oder, die da begründet werden muss, genau darum, das Bild nun zu verdichten, vor allem die Beweise zu sammeln. Da weiß ich selber noch nicht alles, aber wir sind daran, das zu untersuchen. Und deshalb ist es auch leider so, dass ich Ihnen heute keine Aussagen darüber machen kann. Direktor Zürich, können Sie sagen, wo der Herr Kuster war, in einer Wohnung, in einer Mehrfamilienhaus? Also man hat ihn eben, wie gesagt, anlässlich der Verhaftung, hat man ihn betroffen, nicht in einer Wohnung, sondern dort, wo er eben verhaftet wurde. Und dementsprechend kann ich über den Verbleib von Kuster auf der früheren Flucht oder auch zuletzt, kann ich da auch nicht viel mehr dazu sagen, als das ich hier schon gesagt habe. Sie haben keine Ahnung, wo er war. Sie haben gesagt, Jura irgendwie. Eben auch zur Flucht kann ich keine Angaben machen. Das ist eben das, was eben die Staatsanwaltschaft auch interessiert. Und diese untersuchungsrichterlichen Handlungen müssen jetzt da zuerst getätigt werden, damit wir Bild und Licht drin haben. Noch eine Frage zur Flucht. Er war ja auf seinem ersten Hafturlaub.
haben Sie sich... Auf einem wiederholten Hafturlaub. Wiederholter Hafturlaub. Aber da war, da habe ich jetzt gelesen, keine Fluchtgefahr und keine Rückfallgefahr attestiert. Dann ist er aber doch geflüchtet und rückfällig geworden. Hat man sich dazu jetzt Gedanken gemacht oder geht so weiter? Vielleicht zu dieser Phase der Geschichte, vielleicht zur Einbettung. Hafturlaube sind ein gesetzlicher Auftrag. Es sind ist kein Entgegenkommen an Häftlinge, sondern ein gesetzlicher Auftrag. Wenn nicht schwerwiegende Gründe dagegen sprechen, haben Häftlinge ab einem bestimmten Zeitpunkt, und Herr Kuster war an diesem Zeitpunkt der Verbüßung seiner Strafe, das Recht auf Zugslockerungen, dazu gehört auf Hafturlaub. Dem wäre nicht so, wenn schwerwiegende Gründe dagegen sprechen. Alle Untersuchungen im Nachgang zu diesem Ereignis haben gezeigt, dass keine solchen schwerwiegenden Gründe vorgelegen haben. Weder die Aufseherinnen und Aufseher im Gefängnis, noch die betreuenden Fachpersonen, noch die Seelsorge, noch die Angehörigen, die Herrn Kuster sehr überdurchschnittlich oft besucht haben, nämlich 80 Mal in seiner Haftdauer, haben Anzeichen auf die Gefährlichkeit festgestellt. Der erste Urlaub, den er in der Familie verbracht hat, ist minutengenau nach Programm abgelaufen. Er hat einen entsprechenden Bericht geschrieben. Er hat seinen zweiten Urlaub beantragt, im Detail wird ihn wurde festgelegt, wie er verbracht wird. Das wurde weitestgehend bis kurz vor Schluss des Urlaubs eingehalten. Niemand aus der Familie oder dem Fachumfeld hatte Anzeichen, dass sich in dieser Person eine derart gefährliche Seite verbirgt. Dann hast du den zweiten Hafturlaub in dem Fall, was passiert ist. Ja, kurz vor Schluss. Danke. Es erinnert mich persönlich oft an diesen Germanwings-Unfall des Piloten, der sein Flugzeug in die Felsmauer gesteuert hat, wo auch viele Kontakte vorher von Fachleuten, Psychologen, Assessments etc. durchgeführt wurde. Die Einzelkontakte an sich gaben keinen Hinweis auf seine Gefährlichkeit. Als die Tat aber nachher geschehen war, fügten sich Elemente zusammen. Und dieser Mensch, der vorhin keinen Anlass gegeben hat, ihn als so gefährlich einzuschätzen, erschien in einem neuen Licht plötzlich sehr gefährlich. Wieso hat man die Öffentlichkeitsfahndung erst am 30. Juni gemacht, obwohl er bereits am 23. Juni auf der Flucht war? Weil er nicht als gefährlich eingeschätzt wurde. Kann man das in Zukunft ändern oder bleibt das so? Die Gefährlichkeitseinschätzung ist eine Kernkompetenz der Kantonspolizei, die sie hervorragend erfüllt und auch in diesem Fall die nötigen Abklärungen getroffen hat. Wenn wir jetzt den weiteren Verlauf sehen, dieser Mensch war 8 Monate öffentlich gefahndet auf der Flucht. Es ist nicht so, dass öffentliche Fahndungen automatisch zum Ermittlungserfolg führen. Es ist auch nicht so, dass öffentliche Fahndungen zu einem besseren Ermittlungserfolg führen. Das müssen die Fachleute jeweils abwägen. In diesem Fall wurde es gemacht. Und an diesem Entscheid gibt es keinen Anlass zu kritisieren. Ich habe noch eine Ergänzung. Die Gefährlichkeit von Tobias Kuster wurde ja bereits im ersten Verfahren auch angeschaut, im Rahmen vom Gericht. Da wurde ein Gutachten erstellt. Man hat dort auch schon die Gefährlichkeit eingeschätzt des Beschuldigten und wurde dann ja auch später vom Obergericht entsprechend mit berücksichtigt. Das wird auch hier wieder so sein. Selbstverständlich werden wir diese Person auch im Hinblick auf die nun jetzige vorliegende Gefährlichkeit, allenfalls Gefährlichkeit, werden wir das wieder über einen Gutachter prüfen lassen. Sie mögen sich vielleicht erinnern, aufgrund der ersten Gefährlichkeitseinschätzung wurde er zuerst zu einer Strafe im offenen Vollzug im MZU verurteilt vom Bezirksgericht. Er hat dann selber dagegen rekurriert. Er wollte keine Maßnahme
im MZU, sondern eine Freiheitsstrafe. Das Obergericht ist diesem Rekurs dann gefolgt und hat ihn zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, weil sie zum Eindruck gekommen sind, dass wenn die Bereitschaft, in einer Maßnahme mitzuarbeiten, nicht vorhanden sei, es keinen Sinn mache. Das heißt, aufgrund der Gefährlichkeitseinschätzung der ersten Taten war das Gericht zum Schluss gekommen, dass er in einem offenen Vollzug inhaftiert werden könne. Leuenberger von Radio 1, Sie haben gesagt, in den Einzelkontakten habe er nicht gefährlich gewirkt und im Nachhinein gab es ein anderes Bild. Bräuchte es mehr Austausch zwischen den verschiedenen Stellen? Könnte man so vielleicht früher realisieren, was da schon mal gemacht ist? Ich glaube, da müssen wir bescheiden bleiben. Wenn ein Mensch in einem Gefängnis, also das hat nichts mit dieser Person zu tun, aber wenn ein Mensch in einem Gefängnis plötzlich beginnt, gesund zu essen oder darauf zu achten, dass er gesund isst, kann das ein Hinweis sein, dass er sich auf sein deliktfreies Leben vorbereitet. Oder es kann ein Hinweis sein, dass er fit werden will, weil er etwas plant. Was es ist, wissen wir nicht. Wir können nicht alle, die gesund beginnen zu essen, verdächtigen, sie bereiten eine Flucht vor. Im umgekehrten Fall auch nicht. Hinweise, die wir haben, die lassen sich häufig erst im Rückblick interpretieren und im Moment selber, wo wir sie feststellen, sind verschiedene Entwicklungen möglich. Wenn keine weiteren Fragen sind. Und zwar im Zusammenhang mit der Verwaltung. Habe ich das richtig verstanden? Zuerst haben wir erstmal grundsätzlich eine Untersuchung bei der illegalen Waffenhandel im Darknet. Und ist dann eigentlich ein Zufall auf ihn gestossen? Oder hat man schon ziemlich lange gewusst, das muss Tobias Kuster sein? Diese Frage beantworte ich gerne noch einmal. Es ist so, dass zu Beginn man nicht damit gerechnet hat, auf einen ausgeschriebenen Täter zu stoßen. Und erst anlässlich einer daktyloskopischen Überprüfung hat er gegeben, bei diesem Darknet-Kaufversuch, dass es eben Kuster ist. Man hat einfach schon länger Ermittlungen geführt, weil so illegaler Waffenhandel abläuft. Das ist einfach das, was man vorher gemacht hat. Das ist in dem Sinne ein Zufallsfang ins Netz gegangen. Absolut korrekt. So. Fahndung hat nichts ergeben, Hinweise, die in seinen Aufenthalt, auf seinen Aufenthalt hindeuten würde, oder die Fahndung über der 8. Zeichen XY groß. Da fand man nichts. Die Akten sind riesig und umfangreich in dieser Hinsicht. Natürlich, es wurden Bestrebungen unternommen, um eben das herauszufinden. Aber was wir da für Erkenntnisse gesammelt haben, das ist ja auch der Inhalt der eben nächsten Monate, das herauszufinden. Im Übrigen wird diese Untersuchung nicht nur ein paar Wochen dauern. Natürlich können Sie sich vorstellen, genau diese Frage, diese Fluchtfrage auch, die wird genau überprüft werden müssen. Und da gibt es einiges zu tun. An dieser Stelle möchte ich doch auch noch mal hinweisen, Sie können sich vorstellen, die Kantonspolizei Leib-Leben-Abteilung, die hat da dermaßen dienlich zugearbeitet mit vielen Mitarbeitern. Es sind Sachbearbeiter da gewesen, nicht nur einer, sondern viele in der Anzahl. Und da wurde bis heute ziemlich dezidiert daran gearbeitet. Dann möchte ich noch wirklich ein Lob aussprechen, und Sie haben die Frage vorhin schon gestellt, nämlich die Berner Behörden. Es ist tatsächlich ein Zufall, kann man sagen, dass wir heute diesen Täter erwischt haben, diesen Tatverdächtigen. Und dort gilt es jetzt nun herauszufinden, was es mit dem Waffenkauf auch auf sich hat. Und darum das Lob gilt vor allem auch den Berner Behörden, die da mutig versuchen, im Darknet Waffen Kaufinteressenten dort überführen zu können. Das ist nicht eine einfache Aufgabe. Gut, wenn keine, die letzte Frage noch. Und zwar, können Sie noch etwas sagen zur Tatwaffe, die eingesetzt wurde im Tötungsdelikt im Seefeld? Ist die aufgetaucht? Haben Sie die? Und um was handelt es sich? Also ein Messer, eine Pistole? Das ist auch Gegenstand der laufenden Ermittlung, kann ich Ihnen nicht sagen im Moment. Gut, dann danke ich Ihnen herzlich für Ihr Erscheinen.
Herr Kegge hat es gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt werden wir Sie über die Ermittlungen weiter informieren können.